Xas in Velen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Runde der Witcher 3. Und ich war ja letztes Mal ziemlich fies und hab hier aufgehört. Und dann gucken wir mal, was wir haben für einen toten Boy hier. Was haben wir denn bei ihm? Er wurde gefoltert. Das sieht man. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Vielleicht ist was in der Jacke. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Und schauen. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Wo würde ich denn etwas verstecken? Ich würde was im Stiefel verstecken, eigentlich. Mal in die Stiefel schauen. Wenn ich ehrlich wäre. Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, das hoffe ich auch. Und sonst noch was? Da haben wir einen Sack mit einem Becher. Den brauchst du ja sowieso nicht mehr. Was befindet sich hier unten? Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ja. Unordentlich hier. Aufgeschlossen. Dann gehen wir mal Richtung Erde hinunter und schauen, was wir hier unten finden. Alchemistenpulver. Hier haben wir das Plakat. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir eine Kiste mit Wertsachen sind Kronen. eingeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder. Was haben wir denn hier? Interessant. Clever, clever. Ein versteckter Schalter. Was haben wir denn darin zu finden? Ein Buch auf jeden Fall. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack, fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Dumm war er auf jeden Fall nicht. Hat ihn aber auch nicht gerettet gegen die Interessante wilde Überschrift. Jagd. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Okay, das sollte nicht alles Sie haben sein. Bekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen. Und suchen die Hexe zuerst. Und schauen, was wir finden können. Alter Falter. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja alles in Ordnung. Mal kurz schauen, wo sich denn die Hexe befindet. Die Hexe befindet sich dort unten. Okay. Dann gehen wir kurz mal zu diesem schönen Wegzeiger quasi und
porten uns hier hin. Und dann holen wir unser Pferd mit dem Greifenkopf und gehen Richtung Hexe und schauen, was wir doch finden können. Vielleicht finden wir was. Hör mal auf zu husten hier. Nicht. Was ist denn das hier? Banditen. Die können wir nicht kurz besiegen. Haben wir. Einen weniger. Ah. Hat unser Pferd gebockt. Schlag zu, Junge. Hab ich. Komm schon. Auf. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Pechdraht und ein stumpfes Beil. Das brauchen wir alles nicht unbedingt. Leere Flasche. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Aber wir schrauben das ein bisschen zurück hier. Weil für mich ist es super laut und dann glaube ich, ist es auch für euch super laut. Gegrilltes Hühnerblein. Blein. Bein und Knüppel. Hase. Handfaser. Ein Apfel. Wir wollen natürlich unser Pferd. Mit dem coolen Greifenkopf. Und los geht's. Beweg dich. Haben wir kurz die Banditen ausgeschaltet. Einfach. Weil wir es können. Weil natürlich, weil es Banditen sind. Banditen sind zum Ausschalten da. Und wir werden zuerst im Mittelhain nachfragen, ob denn die Dorfbewohner wissen, welche Hexe das ist. Und auch hier haben wir einen Rüstungsschmied. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir können eine bessere Rüstung gebrauchen. Wir gucken mal beim Anschlagsbrett vorbei. Vielleicht haben wir ja noch mysteriöse Träume. Liebe Nachbarn, ich habe so grässliche Träume, in denen mir die Zähne ausfallen. Sobald ich den Mund aufmache und dann verwandeln sie sich in böse Gewimmel, das sich in die Erde eingräbt. Was kann das bedeuten? Unglück? Krankheit? Unfruchtbarkeit? Wer es weiß, der sage mir Bescheid. Ich werde ihm oder ihr Beeren und Brühe servieren. Rosa, gute Leute, hört nicht auf den Weideler. Als unser Rosa krank wurde, hat er uns geheißen, sie auf ein Kiefernbett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und dreimal bis zwölf zu zählen. Als wir sie rauszogen, war sie verbrannt und wir mussten die verschmorten Überreste begraben. Okay. Der alte Milli ist irre. Der alte Milli hat das letzte bisschen Verstand verloren. Er rennt im Nachthemd auf dem Hof herum, schreibt fürchterlich Obszönitäten und beschmiert jeden, der dem Zaun zu nahe kommt, mit Schlamm. Ja. Wieso nicht? Tut Buße, die Bäume wispern, dass die Herrin des Waldes nicht zufrieden sind, dass unsere Opfer nicht ausreichen, dass wir zu selten zu ihnen beten und in ihren Wolken. Okay? Auftrag, Hanna aus den Wäldern, hört, hört. Irgendeine Teufelsblut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nimmt immer eine Sense oder Forke mit. Okay. Suchearbeit. Tu jede Arbeit für eine Schale Support, einen Brotkante. Ich kann zumindest Zimmern und Fässer binden und habe auch Werkzeuge. Okay, hätten wir das schon mal. Jetzt gucken wir mal hier, was wir denn für einen Rüstungsschmied haben. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabriele sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabriele hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Okay. Kannst du etwas für mich anfertigen? Ich möchte etwas anfertigen lassen. Ich hatte was Cooles. Schönes. Ich habe ja mal was gefunden. Vielleicht können wir das herstellen.
Jägerhose. Das zum Beispiel. Das wäre echt einiges besser als Kriegerlegerjacke. Was brauchen wir hierfür? Draht, Leder, Lederstück. Dann schauen wir mal. Das ist Schnur, ne? Ne, Draht. Draht, Leder. Zutaten fehlen. Da brauchen wir Lederstücke. Wie viele Lederstücke hat man? Eigentlich genug, ne? Kann man das nicht irgendwie einzeln? Kann man sich das wirklich einzeln so herstellen lassen? Komm, mach auf. Dann können wir hier so eines herstellen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Haben wir genug? Für die Kriegsleiterjacke. Da brauchen wir noch zwei Draht. Wo bekomme ich Draht? Das ist die Frage. Das müsste eigentlich ja hier oben sein. Oder beim Handeln. Schnur. Draht. Ja, das holen wir uns mal. Und dann, Leute, es geht vorwärts. Haben wir eine bessere Jacke. Und auch das hier sind Leinen und hier brauchen wir Schnur. Können wir Schnur herstellen? Schnur, nee. Fehlt uns Zwirn. Und Zwirn können wir auch nicht herstellen. Für Zwirn bräuchten wir Baumwolle. Okay. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Kriegerlederjacke. Das ist einiges besser als das, was wir jetzt hatten. Von dem her nice. Sehr nice. Finde ich zumindest. Ich finde das cool. Bisschen besser gedeckt quasi. Und irgendwo hatte ich was von einer Hexe gehört. Halt dich vom Sumpf besser fern. Vom Sumpf da. Soldatenleichen, abgeschnittene Finger. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ne, das war ich nicht, das war ich nicht. Mal kurz gucken. Ob wir irgendwas finden, ja? Jemanden mit Namen wäre vielleicht. Da, den Dolfältesten. Dann können wir mal befragen. Sei gegrüßt. Was willst du? Reden. Ich bin wegen. Ja, den Auftrag. Hanna aus den Wäldern. Das können wir auch noch machen. Wegen Hanna aus den Wäldern. Die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Genau. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Eigentlich ist es da wirklich arm, das Dorf. Aber reden wir mal über meine Belohnung. Sprechen wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Ja, machen wir mal. 245. Meinetwegen, wie du willst. Dann kümmern wir uns darum. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Das hört sich verdächtig an, ein bisschen. Für mich zumindest. Und ich möchte mal gucken, was für ein Level denn das ist. Das sind Nebenquests, oder? Also ein Hexenauftrag? Ja, Stufe 10. Aber wir können das dennoch versuchen. Da kommt jemand. Halt dich vom Sumpf besser fern. Und dann schauen wir mal. Findet die Hexe auf eigene Faust. Nicht von hier, oder? Ein alter Mann. Befragen wir ihn mal. Hab ich recht? Nicht ganz. Und woher dann? Ursprünglich. Aus Riva. Riva, meine Güte.
Weiter Weg. Da hast du recht. Ich suche die Hexe. Hier soll irgendwo eine Hexe leben. Kennst du sie? Ja. Von weit weg ist sie, so wie du. Aber sie hört zu. Verständnisvoll, hilfsbereit. Nicht wie die alte Hexe. Die war taub wie eine Nuss und gemein noch dazu. Weißt du, wo ich sie finde? Geh zum Teich. Da gab's früher mal wilde Schwäne. Da fängt ein Pfad an. Folge ihm bis zu einem Felsen. Den hat ein Teufel da liegen lassen, dem ein Bauer weisgemacht hat, es wäre ein Riesenei. Dann nach rechts in den Wald. Du kommst an einem verlassenen Wagen vorbei. Such dort nach der Hütte. Danke, du hast mir sehr geholfen. Danke, lieber Mann. Und jetzt ist die Frage, wo denn die alte Dame lebt. Die Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. Okay. Können wir später mal machen. Und dann kann man nicht mal versuchen, noch das andere zu machen. Ist ein bisschen blöd, dass man nur einen Quest anzeigen kann. Ja, ich hätte quasi gerne mehrere Quests angezeigt, damit ich ein bisschen mehr sehe. Aber naja, es geht auch so. Komm, springe. Spring. Guter Junge. Dann gehen wir hier durch. Und hier sollte jemand sein. Agneta, hier. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich hab sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich hab sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay, in der Dämmerung anscheinend. Dann suchen wir mal, was wir dort finden. Ah, wieso bist du denn so weit weg, Pferd? Gegenstände aufwerten, bessere Rüstung. Immer nützlich. Und dann haben wir hier das Feld und Bauern, die auftauchen. Ja, wieso auch nicht? Hier haben wir Fußtritte. Wo führen diese denn hin? Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir Fußtritte. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Folgen wir mal die Fußtritte. Vielleicht finden wir noch etwas. Zu diesem Busch hier. Und hier haben wir noch was Rotes. Da führt uns das hin. Was führt uns hier hin? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Assassinenmesser. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Hier. Dann einfach den Weg entlang. Das hört sich aber für mich nicht nach einer schemenhaften Sache an. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Brief aus einem Grab. Brief. Gleich, sobald ich hier die Gegner bei diesem Fragezeichen getötet habe. Oha. Das hätte ich nicht getan, wenn ich dich will. Ich treffe die nicht. Treffe ich euch nicht? Jetzt. Ich hoffe mal, mein Pferd gerät nicht in Panik.
Schaffe ich die? Ha, the Dutch Skills. Ein bisschen weiter weg. Schade, habe ich nichts bekommen. Da auch nicht. Einfach schauen, dass mich das Pferd nicht runterwirft. Habe ich. Du schlägst mir nach links, wenn da rechts ein Gegner ist. Oh Gott. Wow. Okay, vielleicht auch nicht. Die sind stark, die Jungs. Ja. Aber wir haben ja einen Brief bekommen. Den lesen wir kurz. Und meditieren dann mal runter. Also, wir meditieren jetzt. Bisschen. Danke. Und dann gucken wir uns den Brief an, den wir gefunden haben. Wo haben wir den? Da haben wir ihn, oder? Brief aus einem Grab. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich will, weiß, dass du keine Angst vor Bokai hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt. Doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Bokai wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort, deine Zula. Okay. Wer ist denn Zula? Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Wir werden auftragend. Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Sei gegrüßt. Was willst du? Kennt ihr Zula und Bokai? Zula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden. Einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Und ihr sucht sie auch nicht, ne? Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Zula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Zula, gütige Götter. Okay, dann werden wir diese Zula aufsuchen. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Weiter so, Plätze. Weiter so. Verscheucht die Boys. Dann gehen wir mal zu diesem Ort. Suchen diese Erscheinung zu finden. Aber wir speichern vorher. Hier auf dem freien Speicherplatz. Ich habe ein bisschen Angst. Weil ich habe schon ein bisschen gespielt gehabt, sonntags. Weil ich hatte richtig Bock, das Spiel zu spielen. Habe dann ein bisschen mehr gespielt und dann länger. Und ich normalerweise Spiele zum Aufnehmen. Und dann ist dann alles abgekackt. Leider Gottes, was haben wir hier? Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Gut. Da meditieren wir. Und versuchen sie zu töten, diese Erscheinung. Eine Nachterscheinung wird tagsüber. Ach komm, jetzt ist das tagsüber für dich? Junge, Junge. Also dann sind wir mein Pferd durchreiten. GG. Hi. Na? Wow. Heilige Scheiße. Ich mach den quasi kein Damage. Dodge ist einfach möglichst viel.
Heilige Falter. Okay. Habe ich noch was im Inventar? Zum Hochheilen? Ja, habe ich. Okay. Aha, aha. Hi. Was soll ich gegen dich machen? Wow. Heilige Falter. Du machst Damage. Warum nützt irgendwie... Das nützt mir alles nichts. Ich kann dich ja nicht mal töten. Ich kann die nicht töten. Auf ein neues. Was ist nützlich gegen Erscheinungen? Was ist nützlich gegen Erscheinungen? Geh jetzt mal kurz hier in den Glossar. Das sind Geister, Hanna aus den Wäldern. Irden ist gut. Bombe und Geisteröl. Könnte ich mir Geisteröl herstellen? Ich weiß nicht, ob ich mir Geisteröl herstellen kann. Geisteröl. Kann ich mir herstellen. Ardenaria und Bärenfett. Ich glaube, wir versuchen es einfach mal nochmal so. Irden. Wenn das nichts nützt, dann müssen wir leider bis zur nächsten Folge warten und das Geisterfett herzustellen, weil das ist echt heftig, was da abgeht. Das schaffe ich leider nicht. So. Das ist echt zu viel des Guten. Ja, genau. Ja, geht da. Ich mach immer noch nicht so viel Damage, wie ich gerne würde. Ich brauche mal kurz hier, die ich eigentlich auch vormachen können. Was zu trinken hier? Essen oder trinken? So, das hier. LOL! Ich hatte sie ja drin! Ich hatte sie ja wirklich drin! Nope. Wo kommt der scheiß Bogenschuss, bitte? Es geht. So geht das, einigermaßen. Einigermaßen geht das. Also. Weiter zurück. Und jetzt draufkloppen. Nochmal. Komm schon. Wow. Wow. Ich brauche Geisteröl. Ich brauche echt Geisteröl. Leider Gottes. Die ist super strong. Echt super strong. Wow. Wow, wow. Ich bin auch, glaube ich, noch nicht genug stark dafür. Also rein vom Level her reicht es, glaube ich, noch nicht aus. Meine sind Stufe 10 Quests und ich bin Stufe... 3, glaube ich. Ja, ich bin Stufe 3, also 7 Level über mir. Ist, glaube ich, doch noch ein bisschen strong. Dann gehen wir mal Richtung Hexe. Vielleicht finden wir was. Finde den Teich im Dorf. Ein Teich soll ein großer Findling. Geh hoch, los. Da ist ein Findling. Da ist der Felsbrocken.
Jetzt nach rechts und weiter bis zum... Wieso ist dort Blut beim Findling? Will ich das wissen? Nein, will ich glaube ich nicht wissen. Okay. Tut dein Schwert. Wer war? Hier irgendwo. Ja, ist halt so nervig, Boss. Really? Stirb. Komm dann. Nein. Da springt er mir schön ins Ignie. Haben wir Neckerklaue und Neckerblut. Was kann man daraus machen? Kleines grünes Mutagen. Ah, davon bekomme ich die Mutagene. Sehr nice, dass ich das weiß. Neckerklaue und Neckerblut. Was haben wir hier für Blumen? Schirrkraut und hier oben haben wir. Was haben wir hier? Printtraube. Also ich muss Geisteröl herstellen. Dafür müssen wir farmen. Schlichtwegs müssen wir dadurch dafür ein bisschen Sachen fahren. Langsamer. Nicht langsamer, schneller. Los. Los. Haben wir hier noch was? Nee, haben wir nicht. Da vorne ist die Hexenhütte. Und was hier passiert? Was sind wir noch hier? Jetzt. Die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Ja, und so sind wir bei der guten alten Hexe. Wir kommen lieber morgen wieder. Und was hier alles passiert, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.